So, das ist er nun, der Akai MPX16. Hier vor sich mit den Wurstfingern, da wird er eingeschaltet, das ist die SD-Karte. Also immer mit links einschalten oder sonst. Darauf sollte man achten, die Firmware 1019. Das ist eine gute Firmware, weil die hat das Gerät auf MIDI-Kanal 1 gesetzt, senden und empfangen. Die Beta-Versionen davon, also die auf Messen herumgezeigt wurden, vor nicht mal 3 Monaten, hatten noch den Empfangskanal Omni. Also egal, welche Taste man hier irgendwo drückt. Da, 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 da. Ich habe ganz viele Dinger hier rumstehen. Da und das auch noch eins. Da. Alles das würde auf diesem Gerät Geräusche produzieren. Akai hat es zum Glück hingekriegt. Sonst, Samplen selber ist eigentlich kinderleicht. Was man wissen sollte, ganz wichtig, dieses blöde Monitoring. Wenn man das einstellt, hat man am Mischpult sofort eine Rückkopplung, weil das Ding ist immer an oder immer aus. Dass das eine globale Einstellung ist, steht da nicht, ist es aber. Also wieder raus da. Monitoring auf off, wenn das Ding am Verstärker hängt. Witzigerweise, der Rekordlevel wirkt sich aufs Monitoring nicht aus. Auch toll gemacht, Akai, könnte man sogar noch besser machen, indem man einfach auch die Mikroempfindlichkeit abstellt. Workaround, Rack in, L und R irgendwas anschließen, dann ist das interne Mikro auch aus. Und sonst irgendwelche Dinger drin. Das ist das Werkskit hier. So, Main, zack. Das hier soll eine Snare sein oder so. Pff, keine Hi-Hat. Ein Hi-Hat. Die haben Humor, die Leute. Dafür habe ich den da. Der macht das besser. Aber dafür ist das Ding auch gar nicht da. Nein. Erstes Projekt. Die Udo Drum. Und die habe ich dann hier da reingesampelt. Das ist das Loch. Und das ist das Trommelfell. Und was wollte ich damit machen? Ach ja, genau, dafür musste ich halt erst herausfinden, auf welchem MIDI-Kanal das Ding läuft. Das steht nicht in der Doku, also nochmal zur Wiederholung, MIDI-Kanal 1. Dann habe ich da so ein MIDI-In-Kabel. Dann kommen wir mal zu den Sequencer. Weil ich bin nicht so toll mit Takt und so weiter, deswegen habe ich einen Sequencer. Und dieser Sequencer, der hat auch coole Sachen. Sinnvoll zugeordnet. Damit erreiche ich aber erst Pad 13, weil das hier ist MIDI-Note 48, also ein C2. Das hier ist C1. Dafür müsste ich erstmal ein Keyboard verdrehen, aber egal, es passt, was passen soll. Genau. Was habe ich gemacht? Ich habe das hier dahin gelegt. Keine Ahnung, dahin. Und da, tak, tak, tak für das andere Teil, für das Trommelfell, genau. Und jetzt, man sieht dann hier noch, dass der Händler wunderschön hin und her springt. Was ich persönlich ganz cool finde, man kann hier rein theoretisch, genau da, tunen, wenn der Ton nicht hoch genug ist. Dann nochmal ein bisschen rumspielen, Sample Anfang, Sample Ende. Muss es halt ein bisschen abschneiden am Anfang, weil die Aufnahmefunktion ist auch ein bisschen Panne. Die triggert und macht nicht den Dashcam. Eine Dashcam merkt sich die letzten paar Sekunden, bevor sie eingeschaltet wurde. Das Ding hier leider nicht. Nachdem der Trigger erreicht ist, nimmt es auf. Wenn ich aber auf eine Trommel drauf schlage, ist der Trigger schon weg. Also, genau, da, pft, kleines Beispiel. Gehen wir nochmal auf Rekord. Steht auch nirgendwo, aber hier, damit geht man hin und her. Monitor, bitte Lautsprecher anschließen und das Line-Out-Kabel aus, falls ihr Mischpult dran habt. Source, kann man machen, wie man will. Ich habe ja noch so Perfekte, die sind halt in Mono. Dann müsste ich ihm halt auch in Mono ausgeben. Ich könnte es ja noch Oktaven zum Beispiel oder durch dieses geile Teil da durchjagen. Genau, diesen Threshold da. Den stellt man am besten auf was ein? Auf 0.
Und dann nimmt man da was auf. Und nochmal drücken, weil der triggert ja jetzt nicht, ne? Irgendeinen Sound aufgenommen, zack, fertig. So, dann gibt er da so einen Sample-Namen vor. Die findet man dann später auf der Karte wieder. Zack, bzzzt. Bzzzt. Welchem Bit habe ich das? Irgendeinen Sound aufgenommen. Genau, der erste und der letzte Takt. Ja, das macht man wie? Main, gehe ich wieder dahin. Was sieht denn da? Anfang. Das dauert elendig lange. Den Knopf da festhalten und den anderen drehen. Dann geht das einen 10er Schritt nach vorne. Irgendeinen Sound aufgenommen. Also das Ende möchten wir auch noch weg haben. Knopf halten. Auf irgendwie 250 gehen. Welche Einheiten das sind, steht da leider auch nicht. Genau, jetzt habe ich die vier Knackser da drin. Oh, die beiden drücken. Zack, safe. Mach's mal ins aktuelle Kit, weil dann merkt er sich das nach dem Einschalten. Yes, und fertig. Könnte ich jetzt mit dem hier nicht steuern, dann müsste ich hier erst die Mini-Noten-Zuordnung der Tasten ändern. Aber egal. Ist ja noch eine Demo hier. So, fertig. Gibt es halt noch so ein paar. Kann man durchschalten. Filter. Das da ist cool. Die MIDI-Note. Kann man auch hier verstellen. Okay, das war es eigentlich schon von meinem Review. Wie gesagt, ich würde dem nur 4 von 5 Sternen geben. Hätte nicht diese MIDI-Geschichte und die unsägliche Handhabung und die unsäglich schlechte Performance beim Laden von großen Samples, hätte ich dem Ding 5 Sterne gegeben. Aber dann wird es teurer, wenn man was Besseres haben will. Und so für 159 € oder was das Ding gerade kostet. Sehr gut.